Was würdest du für eine Milliarde Dollar tun? Für Elizabeth Holmes, die jüngste Frau, die Selfmade-Milliardärin wurde, lautete die Antwort: alles, was nötig ist. Als sie Theranos gründete, versprach Elizabeth Holmes, dass es das Gesundheitswesen revolutionieren würde. Stattdessen brach ihr Unternehmen zusammen, nachdem ein Whistleblower Berge von Täuschung, Manipulation und Betrug aufgedeckt hatte. Heute erfährst du, wie eine Frau das Silicon Valley um 10 Milliarden Dollar betrogen hat und welche dunklen Geheimnisse sie hinter Gitter gebracht haben. Im März 2004 hatte Elizabeth Holmes alles. Ihre Eltern unterstützten sie, sie wuchs in der Oberschicht auf und schaffte es sogar an die Stanford University. Trotzdem war Elizabeth nicht zufrieden. Seit ihrer Jugend wollte Elizabeth Milliardärin werden und sie bewunderte viele Innovatoren wie Steve Jobs, Elon Musk und Bill Gates. Alle diese Männer hatten eines gemeinsam: sie hatten alle das College abgebrochen. Elizabeth hatte die Absicht, in ihre Fußstapfen zu treten, und sie hatte eine brillante Idee, um ihre Milliarden-Dollar-Reise in Gang zu bringen. Elizabeths Unternehmen Theranos sollte all ihre kühnsten Träume und Albträume erfüllen. Elizabeth brach ihr Studium in Stanford ab, als sie gerade 19 Jahre alt war, und bat ihre Eltern, ihr Studiengeld in ein brandneues Unternehmen zu investieren. Damals hieß es noch Real-Time Cures, aber Elizabeth entschied sich bald für einen anderen Namen. Im Jahr 2003 benannte sie das Unternehmen in Theranos um, eine Wortschöpfung aus den Wörtern Therapy, Therapie, und Diagnosis, Diagnose. Die Idee, die hinter Theranos steckte, war fast zu schön, um wahr zu sein. Ein Gerät, das jede Krankheit mit nur einem einzigen Tropfen Blut aufspüren konnte. Theranos wollte eine milliardenschwere Industrie umkrempeln, aber Elizabeth würde nicht kampflos einen Platz am Tisch bekommen. Zunächst wurde Elizabeth von vielen Investoren und Vorstandsmitgliedern abgelehnt. Die meisten waren skeptisch, Geld in ein Unternehmen mit einer 19-jährigen Studienabbrecherin als Geschäftsführerin zu stecken. Und Elizabeth machte es sich nicht leicht, indem sie darauf bestand, so viele Anteile an Theranos wie möglich zu halten. Elizabeth versuchte, ihre Glaubwürdigkeit bei den Investoren zu erhöhen, indem sie absichtlich ihre Stimme senkte, in dem Glauben, dass sie dadurch mächtiger und respektabler klingen würde. Obwohl dies ein wenig half, hatte das Unternehmen bis 2005 immer noch nur etwa 6 Millionen Dollar eingesammelt. Der unternehmungslustige CEO hatte jedoch eine äußerst aggressive Taktik, die Theranos auf die Landkarte bringen sollte. Das größte Manko von Theranos war die Glaubwürdigkeit. Also dachte sich Elizabeth eine Strategie aus, um der Marke eine gewisse Legitimität zu verleihen. Theranos hatte zwar keinen funktionierenden Prototyp für alle Bluttests, aber einige Prototypen funktionierten bei einer begrenzten Anzahl von Tests. Elizabeth nutzte dies aus und schloss mit großen Kliniken und Pharmaunternehmen Verträge über die Erbringung von Testdienstleistungen ab. Der Plan ging auf. Theranos erschien als seriöses Unternehmen, das mit den größten Firmen der Welt zusammenarbeitet, und nahm 2010 über 90 Millionen Dollar ein. Nach dem Start der klinischen Tests verzeichnete Theranos ein explosionsartiges Wachstum. Und 2012 bot Safeway eine enorme Investition von 350 Millionen Dollar in das Unternehmen an. Diese Investition war mit dem Versprechen verbunden, dass Theranos Bluttests an 800 Klinikstandorten anbieten würde. Aber das größte Geschäft stand noch bevor. Ein Jahr später nutzte Theranos seinen Einfluss, um sich eine Partnerschaft mit Walgreens zu sichern. Obwohl der große Konzern zunächst skeptisch war, überzeugte Elizabeth ihn mit einer manipulativen Verhandlungstaktik. Sie tat so, als stünde sie kurz vor einem Deal mit CVS, einem Konkurrenten von Walgreens, was die Walgreens-Führungskräfte zu einer übereilten Entscheidung veranlasste. Damals wussten sie es noch nicht, aber das sollte der schlimmste Fehler ihres Lebens sein. Nach dem Walgreens-Deal wuchs Theranos explosionsartig. Das Unternehmen schloss Partnerschaften mit der Cleveland Clinic und mit Capital Blue Cross. Theranos erhielt sogar die Zulassung der FDA für eines seiner Bluttestgeräte und wurde 2015 zum Biowissenschaftsunternehmen des Jahres ernannt. Theranos eröffnete Dutzende von Wellness-Centern in zahlreichen Walgreens im ganzen Land und plante eines Tages auf über 8000 Standorte zu expandieren. Auf dem Höhepunkt im Jahr 2014 hatte Theranos eine Bewertung von 10 Milliarden Dollar.
Aber nicht alles war in Ordnung mit Elizabeths Unternehmen. Trotzdem gab es Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie Theranos arbeitete und mit der Geheimhaltung ihrer Technologie. Als Konkurrenten von Theranos verlangten, dass das Unternehmen seine Studien in von Experten begutachteten Fachzeitschriften veröffentlicht, wie es bei vielen pharmazeutischen Startups üblich ist, weigerte sich Elizabeth. Sie behauptete, dies geschehe, um die Geheimhaltung zu wahren, aber viele waren davon nicht ganz überzeugt. Einige bezweifelten auch, dass man mit einem einzigen Tropfen Blut jede Krankheit testen kann. Und einige fragten sich, warum der Edison, eines der Vorzeigeprodukte von Theranos, ein Patent mit extrem vagen und verwirrenden Formulierungen hat. Elizabeth wischte all diese Fragen und Bedenken zunächst beiseite. Doch dann kam eine bahnbrechende Geschichte ans Licht, die die Existenz des Unternehmens bedrohte. Im Februar 2015 schrieb der Stanford-Professor John Ioannidis einen Artikel im Journal of the American Medical Association, in dem er Theranos kritisierte. Laut John Ioannidis fehlte dem Unternehmen jegliche von Experten begutachtete Forschung, die in medizinischen Forschungsgruppen veröffentlicht wurde. Ein Professor der Universität von Toronto schloss sich Johns Behauptung an und sagte: Die meisten Behauptungen von Theranos sind übertrieben. Über diese Anschuldigungen wurde in den Mainstream-Medien nicht berichtet, aber Elizabeth wollte sich sofort mit ihnen befassen. Sie lud den damaligen Vizepräsidenten in eine ihrer Einrichtungen ein, wo er sie in den höchsten Tönen lobte. Was der Vizepräsident damals nicht wusste, war, dass das Labor, das er lobte, eine Fälschung war und Elizabeth es eigens gebaut hatte, um die schlechten Bedingungen in den tatsächlichen Theranos-Laboren zu verschleiern. Elizabeth dachte vielleicht, dass ihr Trick die Marke Theranos rettete. Aber ein paar Monate später ließ das Wall Street Journal die größte Bombe platzen, die es je gab. Im Oktober 2015 veröffentlichte ein Reporter des Wall Street Journal die Behauptung, dass Theranos die ganze Welt anlügt. Dieser Reporter war John Carreyrou. Ihm zufolge verriet eine anonyme Quelle innerhalb von Theranos mehrere dunkle Geheimnisse, die das Unternehmen seit Jahren verheimlicht hatte. John Carreyrou zufolge führte Theranos die überwiegende Mehrheit seiner Tests mit herkömmlichen Blutanalysegeräten wie dem Siemens durch. Dies stand im direkten Widerspruch zum öffentlichen Image von Theranos, das sein Flaggschiff, dem Edison, als ideales Gerät für Bluttests darstellte. John brachte jedoch noch einen anderen Aspekt der Theranos-Geschichte ans Licht, der ebenso erschreckend wie tragisch war. Laut John hatte Theranos nicht nur Geheimnisse über sein Geschäft, sie ließen auch ihre Angestellten im Dunkeln, insbesondere über einen tragischen Vorfall, an dem ein ehrgeiziger Mediziner beteiligt war. Einer der Theranos-Mitarbeiter, Ian Gibbons, brachte wichtige medizinische Erfahrungen in das Unternehmen ein. Er sicherte sich über 20 Patente für Theranos, aber mit der Zeit kamen ihm Zweifel an der Machbarkeit des Unternehmens. Ian sagte Elizabeth angeblich, dass nichts funktioniert, was er über das Edison sprach. Aber sie beschloss, mit der Expansion in weitere Kliniken und Wellnesszentren fortzufahren. Ian sagte Elizabeth, dass er die Öffentlichkeit nicht anlügen würde, woraufhin sie ihn feuerte. Kurz darauf stellte sie ihn wieder ein, um ihn davon abzuhalten, Firmengeheimnisse zu verraten. Aber Ian war nicht länger bereit, Theranos zu decken. Tragischerweise nahm er sich das Leben, bevor er im Namen des Unternehmens aussagen sollte. Als Ians Witwe Elizabeth anrief, um ihr die Nachricht mitzuteilen, verlangte die Theranos-Chefin lediglich, dass Ians Firmeneigentum an die Theranos-Zentrale zurückgegeben wird. Nachdem all dies ans Licht kam, begann sich die öffentliche Meinung über Theranos schnell zu ändern. Elizabeth wehrte sich gegen Johns Artikel im Wall Street Journal und sagte, er sei sachlich und wissenschaftlich falsch. Aber viele Menschen glaubten nicht mehr, dass Theranos einen sauberen Laden führte. Elizabeth ließ jedoch nicht locker und heuerte Anwälte an, die jeden verklagten, der in der Presse kritische Artikel über das Unternehmen schrieb. Eine Firma behauptet sogar, Elizabeth habe sie dafür bezahlt, dass sie die Nachrichten über den Skandal von der Wikipedia-Seite von Theranos löscht. Mehrere Jahre lang hatte sich Theranos durch den Hype an die Spitze katapultiert. Aber endlich begann die Wahrheit über Theranos ans Licht zu kommen. Nachdem die Geschichte im Wall Street Journal erschienen war, wurde Theranos von der FDA, Food and Drug Administration, genauer unter die Lupe genommen, weil sie die Testgeräte zuvor zugelassen hatte.
Bei einer Überprüfung der Geräte von Theranos im Rahmen einer Untersuchung im Jahr 2015 wurden mehrere Verstöße gegen den Code festgestellt und die FDA schickte sogar eine Warnung an das Unternehmen. Die FDA warnte das Unternehmen, dass es die Auslieferung des Nanotrainers, eines seiner Bluttestgeräte, wegen zahlreicher technischer und sicherheitsrelevanter Probleme einstellen müsse. Theranos stellte die Verwendung des Nanotrainers für Tests kurz darauf ein und bestritt öffentlich, von der FDA unter Druck gesetzt worden zu sein. Dennoch hatten die Menschen einen weiteren Grund, an der Legitimität des Unternehmens zu zweifeln. Vor allem, als die Regierungsbehörden Probleme mit Theranos-Produkten feststellten. Das Gesundheitsministerium von Arizona behauptete außerdem, dass das Theranos-Labor in Scottsdale mehrere Verstöße gegen die Vorschriften begangen hatte. Und im November 2015 wurde die Geschichte in der Arizona Republic veröffentlicht. Im Januar 2016 sah sich Theranos sogar mit strafrechtlichen Ermittlungen der SEC und von Bundesbehörden konfrontiert, weil sie Investoren und Behörden über die Leistungsfähigkeit der Theranos-Produkte getäuscht hatten. In einem Brief des Center for Medicare and Medicare Services hieß es über die Theranos-Labore in Kalifornien: Sie stellen eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit der Patienten dar. Im November 2016 waren mehrere Investitionsgeschäfte geplatzt, darunter eine 350 Millionen Dollar schwere Partnerschaft mit Safeway. Zahlreiche langjährige Mitglieder des Unternehmens begannen zu kündigen oder wurden entlassen, wie James Mattis und Riley Bechtel. Etwa zur gleichen Zeit kündigte auch Walmart seine Partnerschaft mit Theranos. Der Grund dafür war, dass das Unternehmen ein neues Produkt versprach, das Minilab. Ein Robotergerät, das mit einem kleinen Blutstich zahlreiche Tests durchführen kann. Theranos ging nicht auf die Vorwürfe ein, dass die Fähigkeiten des Produkts übertrieben seien und konnte auch nach Jahren gebrochener Versprechen keinen funktionierenden Prototyp vorlegen. Kurz darauf wurde bekannt, dass Theranos die Testergebnisse von 2 Jahren mit dem Edison heimlich gelöscht hatte. Diese Ergebnisse zeigten, dass das Gerät ungenau und fehlerhaft war. Und Elizabeths gescheiterte Versuche, diese zu vertuschen, haben den Ruf von Theranos weiter beschädigt. Im Januar 2017 hing Theranos am Tropf. Das Unternehmen hatte mehr als 40% seiner MitarbeiterInnen entlassen und gerade seinen letzten Bluttest-Standort geschlossen, nachdem er eine weitere staatliche Gesundheitsinspektion nicht bestanden hatte. Theranos war in der öffentlichen Presse ein Pariah. Und das Unternehmen wurde von Walgreens, dem Partnermanagement Fund und sogar dem Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Arizona verklagt. Theranos verbrachte einen Großteil des Jahres 2017 damit, sich gegen die vielen Klagen zu wehren. Und in den meisten Fällen musste das Unternehmen schließlich einen Vergleich schließen oder hohe Summen zahlen. Elizabeth war gezwungen, die Investitionsstruktur des Unternehmens umzugestalten, um die Mittel aufzubringen und auch ihren Anteil an Theranos zu reduzieren. Als auch das nicht ausreichte, nahm sie einen 100 Millionen Dollar Kredit von SoftBank auf und gab im Gegenzug 4% ihrer Anteile an dem Unternehmen ab. Auch wenn Elizabeth es nie öffentlich zugeben würde, deuteten viele Berichte darauf hin, dass Theranos kurz vor dem Bankrott stand. Das Darlehen von SoftBank verschaffte dem Unternehmen zwar etwas Zeit, aber die Lage verschlechterte sich immer weiter. Elizabeth war gezwungen, immer mehr Leute zu entlassen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und schließlich verkaufte sie sogar die zahlreichen Patente von Theranos. Doch am Ende war das alles nicht genug. Im September 2018 kündigte Elizabeth in einer E-Mail an, dass Theranos geschlossen werden würde. Alle verbleibenden Gelder und Vermögenswerte wurden an die Investoren ausgezahlt und auch die letzten Mitarbeiter wurden entlassen. Im November 2018 war Theranos tot. Aber Elizabeths Geschichte war noch lange nicht zu Ende. Theranos hatte sich zwar aufgelöst, aber das bedeutete nicht, dass die Folgen des gescheiterten Unternehmens Elizabeth nicht weiterverfolgten. Im März 2018 wurde sie von der SEC wegen ihrer Tätigkeit als CEO von Theranos wegen Betrugs angeklagt. Laut der SEC war Elizabeth an einer ausgeklügelten und jahrelangen Täuschung beteiligt, bei der sie die Investoren in dem Glauben ließ, dass ihr Hauptprodukt, ein mobiles Blutmessgerät, umfassende Bluttests mit nur einem Nadelstich durchführen kann.
Elizabeth hat die Vorwürfe außergerichtlich beigelegt, indem sie eine $500.000 zahlte und fast 20 Millionen Aktien ihres inzwischen wertlosen Unternehmens verschenkte. Sie stimmte sogar einem 10-jährigen Verbot zu, CEO eines anderen Unternehmens zu sein. Aber all das reichte nicht aus, um den kommenden Hammer des Gesetzes zu vermeiden. Im Juni 2018 wurde Elizabeth wegen mehrerer Anklagen wegen Betrugs und Verschwörung zum Betrug angeklagt. In der Anklageschrift wird behauptet, dass Ärzte, Investoren und sogar Patienten getäuscht wurden und dass Elizabeth vorsätzlich Beweise und Informationen gefälscht oder zurückgehalten hat. Während die Anklage der SEC nur Geldstrafen vorsah, drohen Elizabeth in der neuen Anklageschrift bis zu 20 Jahre Gefängnis. Der Fall wurde unter dem Namen Vereinigte Staaten gegen Elizabeth Holmes bekannt und entwickelte sich sofort zu einem der wichtigsten Gerichtsprozesse des Jahres 2022. Obwohl sich der Prozess mehrere Jahre lang verzögert hatte, erst durch die Pandemie und dann durch Elizabeths Schwangerschaft, kam endlich Bewegung in die Sache. Der Prozess begann offiziell im August 2021 und Elizabeth hatte eine unkonventionelle Strategie, um ihren Fall zu vertreten. Ihre Anwälte behaupteten, Theranos sei ein Unternehmen, das versucht, positive Veränderungen herbeizuführen, aber durch eine manipulative Medienkampagne in den Ruin getrieben wurde. Elizabeths Anwälte stellten haarsträubende Behauptungen auf und versuchten sogar, ihren Ex-Partner Sonny Balwani des Missbrauchs zu beschuldigen. Während Elizabeth und ihre Anwälte versuchten, die Schuld abzulenken und die Handlungen von Theranos zu verschleiern, erhob die Staatsanwaltschaft Berge von Vorwürfen und Anschuldigungen gegen die ehemalige Geschäftsführerin. Mehrere ehemalige Vorstandsmitglieder von Theranos, medizinische Fachkräfte und Investoren, die von dem Unternehmen betrogen wurden, sagten gegen Elizabeth und ihre Handlungen aus. Ihre Lügen über die Fähigkeiten von Edison und Minilab wurden veröffentlicht, ebenso wie Beweise dafür, dass Elizabeth Produktdemonstrationen und Validierungsberichte gefälscht hat. Als die Staatsanwaltschaft ihre Argumente abschloss, lag die endgültige Entscheidung bei den Geschworenen. Ihr Urteil würde Elizabeth zu einer Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren verurteilen oder sie ohne Gefängnisaufenthalt freilassen. Die Geschworenen berieten mehrere Tage lang über die Anklage gegen Elizabeth, aber im Januar 2022 verkündeten sie schließlich ihr Urteil. Die ehemalige Geschäftsführerin von Theranos wurde in 4 Fällen des Betrugs an Investoren, in einem Fall wegen Verschwörung zum Betrug und in 3 Fällen wegen Betrugs per Überweisung für schuldig befunden. Obwohl diese Anklagepunkte sehr schwerwiegend waren, hatte das Urteil auch einen Silberstreif am Horizont. Bei 3 Anklagepunkten wegen Betrugs durch Überweisung kamen die Geschworenen nicht zu einem Urteil. Da sich die Geschworenen nicht einigen konnten, erklärte der Richter, der den Prozess leitete, den Prozess in diesen Anklagepunkten für fehlerhaft. Auch wenn Elizabeth letztendlich keine Haftstrafe drohte, so hatte ihre Verteidigung im Gegensatz zu der ihres Ex-Partners Sonny Balwani doch eine gewisse Wirkung, zumal er in allen Anklagepunkten einstimmig für schuldig befunden wurde. Nach dem Schuldspruch wartete Elizabeth auf ihr Urteil, während sie gegen eine Kaution von $500.000 auf freiem Fuß war. Die Staatsanwaltschaft forderte bis zu 15 Jahre Gefängnis, während Elizabeth und ihre Anwälte dafür plädierten, dass der Richter sie freisprechen oder ein neues Verfahren ansetzen sollte. Diese Argumente überzeugten den vorsitzenden Richter nicht und Elizabeth wurde schließlich zu etwas mehr als 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Sie begann ihre Haft im Dezember 2022. Als sie auf dem besten Weg war, die reichste Selfmade-Frau der Welt zu werden. Willst du noch mehr interessante Wirtschaftsgeschichten hören? Schau dir unser Video über Nestle auf der linken Seite an und du wirst erfahren, warum Nestle das böseste Unternehmen der Welt ist. Oder wenn du wissen willst, wie Howard Schultz zum König des Kaffees wurde, klicke auf unser Video über Starbucks auf der rechten Seite. Danke, dass du vorbeigeschaut hast und einen schönen Tag.